Hallo, liebe Kinder. Geht's euch gut? Schönen Gruß aus der Domsingschule. Nee, werdet ihr jetzt denken, so ein Quatsch. Wieso ist sie in der Domsingschule? Nein, ich bin natürlich genauso zu Hause wie ihr auch. Geht's euch denn gut? Habt ihr viel Papier und viele Stifte zum Malen? Das ist gut. Damit ihr ein paar neue Ideen zum Malen bekommt, bin ich diese Woche dran, euch ein Märchen vorzulesen. Bevor ich das tue, sage ich aber noch den Kindern, die mich nicht kennen aus der Domsingschule, wie ich heiße. Ich heiße Susanne Wetzler. Ich leite auch Malgruppen. Das sind dann die Malgruppen, die Nichte Herr Rüngeler leitet. So einfach ist das. Jetzt wollte ich eigentlich ganz schnell anfangen mit Vorlesen, aber das ist mir nicht gelungen. Ich habe irgendwie nicht richtig lesen können. Das klang alles so langweilig und es hat mir überhaupt keine Freude gemacht. Und dann habe ich überlegt, woran das denn wohl liegt. Und wisst ihr was? Es liegt daran, dass ihr nicht da seid. Mir fehlen die Kinder. Ich habe dann ein bisschen hin und her gedacht und wollte schon gerade wieder anfangen, da bekam ich eine Idee. Ich bin aufgestanden, durch unsere Wohnung marschiert und habe alle Tiere, die ich gefunden habe, eingeladen, zum Vorlesen zu kommen. Und wisst ihr was? Die haben das getan. Die sind wirklich gekommen. Und wie das war, das zeige ich euch jetzt mal. Das war vielleicht eine Aufregung und ein Durcheinander, als die endlich alle ankamen. Herrje! Glaubt ihr, die hätten sich vielleicht mal aufgestellt, so zwei und zwei, so wie ihr das macht, oder sich mal gegenseitig die Tür aufgehalten? Überhaupt keinen dran denken. Eine wirklich wilde Truppe. Und dann erst im Malraum. Herrje! Ein Tohuwabohu auf allen Stühlen und auf allen Tischen. Da oben in der Ecke, der Esel, das ist Rasmussen, der hing kopfüber über die Stuhllehne. Und die beiden Bären da unten zankten sich ganz fürchterlich. Ach, das war echt Arbeit, die erstmal auf die Stühle zu bekommen. Die Eltern und Geschwister warteten natürlich genauso, wie das bei euch so ist, draußen vor der Tür. So, nach ewigen Zeiten war es dann mal soweit. Die Truppe saß auf ihren Stühlen. Gut, ich muss zugeben, das sieht nicht so ordentlich aus wie bei euch. Da müssen sie noch viel lernen. Aber es ist, wie es ist. Man muss mit denen vorlieb nehmen, die man hat. Andere gibt es nicht. Bevor ich jetzt anfangen konnte vorzulesen, wollte die Truppe aber auch natürlich einen Namen haben. Das war ein langes, langes Hin und Her. Aber am Ende haben wir uns auf einen Namen geeinigt. Ihr seht hier die Goldsofa-Sänger-Bande. Gefällt euch der Name? Goldsofa-Sänger-Bande? Wenn ihr eine bessere Idee habt, euch ein tollerer Name einfällt, bitte, bitte schickt ihn mir. Ich würde mich sehr freuen. Dann kann ich mich ja jetzt auch in meinen Sessel setzen und euch das Märchen vorlesen. Hallo ihr Lieben, geht's euch gut? Habt ihr es gemütlich? Heute lese ich euch das fällige Märchen der Vorschule vor. Viel Vergnügen dabei! Das Märchen heißt Die vier kunstreichen Brüder. Es war einmal ein armer Mann, der hatte vier Söhne. Eines Tages sprach er zu seinen Söhnen: Meine Söhne, ihr müsst in die Welt hinausgehen. Ich habe nichts, was ich euch geben kann. Macht euch auf, lernt ein Handwerk und werdet glücklich.
Da nahmen die vier Brüder ihren Wanderstab, verabschiedeten sich von ihrem Vater und gingen in die Welt hinaus. Als sie eine Zeit lang gewandert waren, kamen sie zu einer Kreuzung. An der Kreuzung gingen vier Wege ab. Der älteste Bruder sprach: Brüder, wisst ihr was? Wir werden uns jetzt trennen. Jeder von uns nimmt einen Weg. Und in 4 Jahren treffen wir uns hier alle wieder. Seine Brüder fanden das eine tolle Idee. Und sie verabschiedeten sich voneinander und jeder ging seinen Weg entlang. Dem ältesten Bruder begegnete bald ein Mann, der ihn fragte, wo er denn hin wollte oder was er denn tun wollte. Ich möchte ein Handwerk lernen, sagte dieser stolz. Dann komm mit mir und werde Dieb. Oh nein, sagte der älteste Bruder, das werde ich auf gar keinen Fall. Ein Dieb zu sein ist kein gutes Handwerk. Ach, sagte der Mann, komm nur mit mir. Ich werde dich in die Kunst des Diebstahls einweisen. Du wirst so perfekt stehlen, dass niemand dir auf die Schliche kommt. Da ließ er sich überreden, wurde bei dem Mann ein gelernter Dieb und so geschickt, dass vor ihm nichts mehr sicher war, wollte er es nur haben. Der zweite Bruder begegnete auch einem Mann, der dieselbe Frage an ihn richtete, was er denn in der Welt anfangen wollte. Ich weiß es noch nicht, antwortete er. Ich hab keine Ahnung. Dann geh mit mir und werde ein Sterngucker. Nichts ist besser als das, das kann ich dir sagen, denn nichts bleibt dir verborgen. Der Junge überlegte. Ich weiß nicht. Aber der Sterngucker erzählte ihm so freudig über sein Sterngucken, dass der Junge schließlich überzeugt war und mit ihm mitging. Er wurde ein so geschickter Sterngucker, dass sein Meister, als er ausgelernt hatte und weiterziehen wollte, ihm ein wunderschönes Fernrohr gab und zu ihm sprach: Damit kannst du sehen, was auf der Erde und am Himmel vorgeht, und nichts kann dir verborgen bleiben. Den dritten Bruder nahm ein Jäger in die Lehre und gab ihm in allem, was zur Jägerei gehörte, so guten Unterricht, dass er bald ein ausgelernter Jäger wurde. Der Meister schenkte ihm zum Abschied eine Flinte und sprach: Die wird nie verfehlen, jeder Schuss sitzt. Der jüngste Bruder begegnete gleichfalls einem Mann, der ihn anredete und nach seinem Vorhaben fragte. Hast du nicht Lust, ein Schneider zu werden? Ich ein Schneider, dass ich nicht lache! Den ganzen Tag krumm auf dem Tisch sitzen, mit der Nadel hin und her flitzen, mit dem schweren Bügeleisen hin und her fahren, das ist nichts für mich. Nein, nein. Ei, was, antwortete der Schneider, du sprichst wie einer, der keine Ahnung hat. Bei mir lernst du eine ganz andere Schneiderkunst. Die ist anständig und sehr ehrenvoll. Da ließ er sich überreden, ging mit und lernte die Kunst des Mannes von Grund auf. Beim Abschied gab ihm dieser eine Nadel und sprach: Damit kannst du zusammennähen, was immer dir unterkommt, sei es so weich wie ein Ei oder so stark und schwer wie ein Stein. Man wird nie eine Naht sehen. Als die 4 Jahre um waren, kamen die Brüder zur gleichen Zeit wieder an der Kreuzung an. Sie freuten sich sehr, sich zu sehen, und liefen eilig zusammen zum Vater nach Hause. Nun, sprach der ganz glücklich, hat euch der Wind wieder zurückgeweht? Sie erzählten, was sie alles gelernt hatten und wie es ihnen ergangen war in der Welt. Nun war es aber so, dass sie vor dem Haus saßen unter einem Baum. Da sprach der Vater: Das sind wunderbare Dinge, die ihr mir erzählt, aber jetzt will ich euch auf die Probe stellen. Jeder von euch
soll mir sein Handwerk vorführen. Er zeigte nach oben in den Baumwipfel und sagte zu dem Sternengucker: Du Sohn, schau nach, dort oben ist ein Buchfinkennest. Sag mir, wie viele Eier sind in dem Nest? Der Sterngucker nahm sein Fernrohr, schaute durch »Fünf sind es, Vater, fünf Eier liegen dort oben.« Der Vater sprach zu dem Dieb: »Du, mein Sohn, kletter schnell herauf und hol sie herab, ohne dass das Vögelchen, was auf ihnen sitzt und sie ausbrütet, etwas davon merkt.« Der Dieb kletterte den Baum rauf und holte die Eier, ohne dass das kleine Buchfinkenweibchen etwas merkte, unter ihrem Bauch hervor und brachte sie in aller Eile seinem Vater. Der Vater nahm die Eier und legte an jede Ecke des Tisches ein Ei und ein Ei in die Mitte des Tisches. Dann sprach er zu dem Jäger: Nun bist du an der Reihe, mein Sohn. Nimm deine Flinte und schieß mit einem Schuss alle fünf Eier entzwei. Der Jäger tat, wie ihm gesagt wurde, und mit einem Schuss brachen alle fünf Eier entzwei. Nun kommt die Reihe an dich, sprach der Vater zu dem Schneider. Du nähst die Eier wieder zusammen und auch die jungen Vögelein, die da drin sind, und zwar so, dass ihnen der Schuss nicht schadet. Der Schneider holte schnell seine Nadel hervor, nähte, wie der Vater es verlangt hatte. Als er fertig war, musste der Dieb die Eier wieder auf den Baum ins Nest tragen und dem Vogel, ohne dass dieser was merkte, wieder unterlegen. Das Tierchen brütete die Eier vollends aus und nach ein paar Tagen krochen die Jungen hervor. Und wenn man genau hinschaute, hatten sie einen kleinen roten Streifen am Hals. Ja, sprach der Alte zu seinen Söhnen, ich sehe, ihr seid die perfekten Handwerker auf eurem Gebiet. Ich muss euch loben. Ich weiß nicht, welches Handwerk ich das tollste finde, aber die Zeit wird es mir zeigen. Nicht lange nach diesem Tag wurde bekannt, dass die Tochter des Königs von einem Drachen gestohlen und entführt worden sei. Der König war Tag und Nacht darüber in Sorge und ließ bekannt machen, wer seine Tochter zurückbringen würde, sollte sie zur Frau haben. Die vier Brüder sprachen untereinander: Brüder, wäre das nicht etwas für uns? Wir könnten doch sicherlich diese Aufgabe lösen. Wir könnten die Königstochter befreien. Der Sterngucker nahm als erstes sein Fernrohr, schaute hindurch. Ich sehe sie, sie sitzt auf einem Felsen und der Drache liegt über ihr. Die Brüder gingen zum König, baten um ein Schiff, um zum Felsen im Meer zu segeln. Der König gab ihnen das Schiff gerne und sie machten sich auf, fuhren übers Meer zum Felsen und sahen dort die Prinzessin sitzen und der Drache lag über ihr auf dem Schoß und schlief tief und fest. Der Jäger sagte, ich kann nicht schießen, dann würde ich auch die Prinzessin treffen. Der Dieb sagte, macht euch keine Sorgen. Ich werde losschwimmen und die Prinzessin retten. Er sprang über Bord, schwamm zum Felsen, kletterte hinauf und klaute die Prinzessin unter dem schlafenden Drachen weg. Schnell nahm er sie bei der Hand, sie liefen zum Wasser, schwammen zum Schiff und segelten in aller Eile fort. Aber nicht lange danach wachte der Drache auf
und er fand die Prinzessin nicht mehr. Er wurde wütend, fing an, Feuer zu speien, sodass das Blut in seinen Adern pochte. Er setzte sich in Bewegung und flog dem Segelschiff hinterher. Die vier Brüder und die Prinzessin sahen auf dem Schiff den Drachen immer näher kommen und sie bekamen Angst. Als der Drache gerade über ihrem Schiff schwebte und sich auf ihr Schiff hinunterfallen lassen wollte, nahm der Jäger die Flinte, legte an und schoss dem Drachen mitten ins Herz. Der Drache fiel tot aufs Schiff. Unter dem Gewicht zerbrach das Segelschiff und die Prinzessin und die vier Brüder fielen ins Wasser. Da war die Not groß und in aller Eile konnte sich jeder ein Stück Holz sichern und daran festhalten. Der Schneider aber nahm schnell seine Nadel aus der Tasche, nahm zwei Stücke Holz und nähte sie aneinander. Dann setzte er sich darauf, paddelte zu dem übrigen Holz und baute es nach und nach durch sein Nähen wieder zusammen. Als das Segelschiff wieder fahrtüchtig war, kletterten alle ins Schiff und setzten ihre Fahrt fort. Als der König seine Tochter erblickte, war die Freude groß. Er sprach zu den vier Brüdern: Einer von euch soll sie zur Frau haben, aber wer das ist, das müsst ihr unter euch ausmachen. Da entstand ein heftiger Streit unter ihnen, denn jeder machte seine Ansprüche geltend. Der Sterngucker sprach: Hätte ich nicht im Fernrohr die Königstochter gesehen, so wären alle eure Künste umsonst gewesen. Darum wird sie meine Frau werden. Der Dieb aber sprach: Was hätte das Sehen geholfen, wenn ich sie nicht unter dem Drachen hergeholt hätte? Also wird sie meine Frau werden. Der Jäger sprach: Ihr wäret doch allesamt der Königstochter von dem Untier zerrissen worden, hätte es meine Kugel nicht durchs Herz getroffen. Also wird sie meine Frau werden. Der Schneider aber sprach: Und hätte ich euch mit meiner Kunst nicht das Schiff wieder zusammengeflickt, ihr wäret alle jämmerlich ertrunken. Also wird sie meine Frau werden. Der König hörte, wie die vier Brüder stritten und sprach: Jeder von euch hat ein gleiches Recht, und weil ein jeder von euch aber meine Tochter nicht haben kann, so soll sie keiner bekommen. Aber ich will jedem von euch zur Belohnung ein Stück meines Landes geben. Den Brüdern gefiel diese Entscheidung sehr, und sie sprachen: Das ist die beste Lösung. So werden wir nicht weiter streiten müssen. Und sie lebten in aller Glücklichkeit zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das war das Märchen von den vier ruhmreichen Brüdern. So, liebe Kinder, das war das Märchen. Hat es euch gefallen? Jetzt kommt natürlich wie immer die Frage, was kann man denn davon malen? Also mir fällt natürlich ein, dass man auf jeden Fall einen Drachen malen kann. So ein Drache kommt ja nicht in anderen Märchen vor und das wäre natürlich was ganz Besonderes und die Gelegenheit, mal einen Drachen zu malen. Vielleicht wie er auf dem Felsen sitzt und die Prinzessin bewacht. Oder was mir auch einfällt, ist das Schiff, was man malen kann. Ein großes Segelschiff, wo die vier Brüder zum Felsen segeln. Oder aber, was mir besonders Spaß macht, ist dieser jüngste der Brüder, der ja kein Schneider werden wollte. Den kann man vielleicht malen, wie er auf dem Tisch sitzt und dann doch näht, mit ein bisschen krummen Rücken. Das wäre auch eine tolle Sache. Oder den Bruder, der Jäger wird und im Wald lernt, ein Jäger zu werden.
Ach, es gibt bestimmt ganz viele Sachen und ihr habt tolle Ideen. Schade ist natürlich, dass ich eure Bilder jetzt nicht sehen kann. Aber vielleicht können eure Eltern ja Fotos von den Bildern machen und die Bilder mir dann als Fotos schicken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und was ich natürlich jetzt noch mache, ist, wenn hier die Mitglieder der Goldsofa-Sängerbande auch Bilder malen, würde ich die euch beim nächsten Mal zeigen. Ich bin sehr gespannt, was diese Bande zustande kriegt. Also, ich hoffe, dass wir uns bald gesund wiedersehen und wink euch bis dahin zu und sag Tschüss euch. Bis zum nächsten Mal.